Hi ihr Lieben, heute geht's um ein ganz tolles Thema, nämlich... ich glaube, man kann schon erahnen, um was es geht. Und zwar wurde ich von der lieben Miss Monique auf Instagram gefragt, was denn eigentlich Expander-Implantate sind, weil vielleicht wissen schon einige, vielleicht auch nicht. Ich habe die größten Brüste in ganz Österreich. Und ja, das sind keine klassischen Silikonimplantate, sondern andere Implantate, aber dazu komme ich gleich. Davor will ich noch ganz kurz Danke sagen. Ich war in der Heute und zwar mal meine Story über meine Publication. Eben hier einmal eine Printversion. Es waren auch noch weitere Berichte in der Online-Version von der Heute. Und ich würde mich voll freuen, wenn ihr vorbeischauen würdet und ein paar nette Kommentare da lasst, weil es kommt so viel Negatives von den ganzen Leuten. Es kommt wirklich sehr, sehr viel Böses, viel Gemeines auch, weil, keine Ahnung, die Welt mag keine Bimbos, ich weiß es nicht. Aber ich würde mich voll freuen, wenn ihr da vorbeischauen würdet und ein paar liebe Kommentare da lassen würdet. Da würde ich mich richtig, richtig, richtig drüber freuen. Aber das soll gar nicht das Thema des Videos sein, sondern es geht um Implantate. Vornherein möchte ich sagen, ich bin natürlich keine Ärztin, ich bin einfach nur eine Bimbo mit dicken Titten. Und erzähle halt so meine Erfahrungen und was eben mein Wissen ist, was ich halt drüber weiß. Und ich würde schon sagen, dass ich so ein bisschen ja, Grundlagen habe über so Brustimplantate, so ein bisschen Grundwissen halt. Einfach weil ich halt schon mehrere Brust-OPs hatte und mich gerne beschäftige und alles. Aber ja, also, jeder von euch kennt wahrscheinlich das hier. Ein Brustimplantat aus Silikongel, so schaut es aus, ist schon so ein Implantat, kann man schön knieten, ist ein toller Stressball und ja, macht ganz viel Spaß damit zu spielen, also ich knietste damit sehr, 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 sehr gerne und die sehen übrigens so dann aus, so sehen die Implantate aus, werden eingesetzt und machen halt dann die Brust größer, das sind jetzt ungefähr 600 Gramm, oder? Oh nein, 415 Gramm sind das. Also ich habe 2000, also sind es, ja, fünfmal. Es ist fast fünfmal weniger, als ich habe. Und das sind so die klassischen Implantate. Das sind so die Implantate, die eigentlich fast jeder Arzt macht. Und ja, das ist so der Allrounder unter den Brustimplantaten. Und natürlich gibt es auch verschiedene mit verschiedenen Hüllen außenrum, dann gibt es Implantate, die sind leichter, Implantate, die sind schwerer. Also da gibt es ganz viel, ja, Verschiedenes. Und diese Implantate werden in Europa nur noch bis 1500 cc hergestellt. In den USA und Thailand tatsächlich nur bis 800 cc. Gibt es nur Silikonimplantate, soweit ich weiß. Und in Deutschland oder in Europa gab es auch von verschiedenen Firmen auch Implantate, die eben auch bis 1800 oder größer gegangen sind. Auch richtige Silikonimplantate eben. Aber mittlerweile hat zumindest die Firma, die es am öftesten gemacht hat, hat es eingestellt und macht nur noch 1500 cc. Also so wie meine Oberweite minus sowas hier und noch ein bisschen mehr. Und mir ist das halt nicht genug gewesen. Ich wollte es größer als 1500 cc. Ich wollte mehr. Ich wollte deutlich, deutlich mehr. Ich mag es sehr groß. Ich mag es extrem. Ich mag es viel. Und ja, der 1500 auf jeden Fall zu klein gewesen. Und deswegen habe ich sogenannte Expander-Implantate. Und das Besondere daran ist eben, dass es kein Silikonimplantat ist, sondern ein Kochsalz. Implantat. Das kennt man vielleicht noch von ganz früher. Da gab es auch, wurde es ganz oft verwendet, dass Kochsalz verwendet wurde für die Implantate. Mittlerweile nimmt man eben meistens das Silikongel. Und die Kochsalzimplantate sind eben so eine Plastikhülle. Man kann sich vorstellen, wie eine Wasserbombe ungefähr, wie so ein Luftballon mit Wasser gefüllt, nur halt, dass es halt Kochsalz ist, also ja, salziges Wasser. Und die wurden eingesetzt. Aber jetzt ist es ja so, dass Expander-Implantate und Salin- bzw. Kochsalz-Implantate wieder nicht das gleiche sind. Da gibt es wieder einen Unterschied. Die Expander-Implantate, die ich jetzt zum Beispiel habe,
die haben einen kleinen Schlauch, also so einen kleinen Port haben die. Und dadurch ist es möglich, diese Implantate noch weiter aufzufüllen. Also die Implantate sind quasi so der Allrounder, würde ich mal sagen. Und es gibt zwischen eine Möglichkeit, die größer zu machen, dass man in langsamen Schritten die Implantate noch auffüllt, dass sie größer und größer und größer werden. Aber es gibt auch die Möglichkeit, ein bisschen was abzulassen, soweit ich weiß. Aber das kommt für mich aktuell nicht in Frage. Ich will es auf jeden Fall auch größer haben und nicht kleiner. Und ja, so funktioniert es eigentlich. Also es sind quasi wie Wasserballons mit so einem kleinen Schlauch dran. Und ja, die kann man halt wirklich, dadurch kann man wirklich große Größen erreichen. Also ursprünglich kommen Expander-Implantate aus der Brustrekonstruktion, wenn ihr einen Brustkrebs zum Beispiel hatte, dass man das Gewebe langsam aufdehnen kann. Aber das ist jetzt keins für Brustkrebs, sondern es ist natürlich die XXL-Variante. Meine sind für 1500 oder so gemacht. Aber man kann sie natürlich auch überfüllen. Meine sind jetzt auch überfüllt auf 2000 cc. Also sowas halten die locker aus. Also die müssen auch, ich weiß nicht wie vielfach, die müssen auf jeden Fall sehr viel mehr aushalten als für das, was sie zugelassen sind. Und ja, jetzt habe ich meine wurden schon während der OP auf 2000 cc gemacht. Also währenddessen wurden sie schon überfüllt. Und ich bin auch echt richtig, richtig happy. Mein Arzt hat damals gesagt, er versucht so viel wie es geht. So 1700 ungefähr würde er machen. Und am Ende bin ich halt einfach bei 2000 gelandet. Und ich habe mich echt richtig, richtig, richtig drüber gefreut. Und ich bin so glücklich. Und jetzt bin ich auch Rekordhalterin der größten Uhrweite in Österreich. Und ich freue mich auch wahnsinnig darüber. Es war richtig, richtig viel Spaß. Ich bin so glücklich, dass ich das gemacht habe. Und ja, also wie gesagt, bei Expander-Implantaten ist eben der grobe Unterschied, sage ich jetzt mal, dass es nicht wie beim Silikonimplantat eine feste Masse ist, sondern dass es mit Kochsalz gefüllt ist und auffüllbar ist. Was schon sehr, sehr toll ist. Also natürlich, es kostet auch mehr, dadurch, dass es ein bisschen Sonderanfertigung ist und jetzt nicht so wie jetzt ein 400 Gramm Brustimplantat einfach da ist. Sondern nein, das ist alles ein bisschen spezieller, sage ich jetzt mal. Und ja, sie sollen auch viel aushalten, da kenne ich mich jetzt aber nicht so mit aus. Da will ich mich jetzt auch nicht irgendwie zu weit rauslehnen. Ich bin nur relativ vorsichtig, muss ich sagen, weil, keine Ahnung, ich will jetzt nicht irgendwie, dass ich an der Brust verletze oder sowas. Das wäre halt schon ziemlich, ziemlich doof. Und was eben noch ein Unterschied ist, bei Implantaten, da gibt es ja verschiedene Oberflächen. Da gibt es solche hier, da gibt es so... Bei Silikon gibt es solche glatten Oberflächen, die eben ganz glatt sind und eben, ja, nicht rau sind. Da gibt es eben noch raue. Also gibt es eben so noch so eine raue Oberfläche. Ich weiß nicht genau, was da den Unterschied macht, aber es gibt es auf jeden Fall. Und bei den Expander-Implantaten, zum Beispiel der Firma, die mein Arzt verwendet, gibt es nur glatte Oberflächen. Deswegen ist es auch so ein bisschen problematisch, nicht problematisch, aber was man da eigentlich vorher wissen sollte, dass das Risiko mit einer glatten Oberfläche eben ein bisschen höher ist, dass sich das Implantat verdreht, was jetzt in meinem Fall nicht wirklich schlimm ist, weil es dann wirklich einfach wie die Kugel ist. Aber der Port kann sich auch so ein bisschen bewegen, was ich aber nicht weiter störend finde. Bei mir bewegt das sich immer wieder mal. Mal ist er dort, mal ist er dort, mal ist er dort. Aber ganz ehrlich, mich stört das nicht großartig. Und ich muss einfach wirklich sagen, dass ich richtig, richtig glücklich bin mit den Expandern. Und dass es für mich auf jeden Fall der richtige Schritt war. Dass für mich ganz, ganz toll ist, dass ich diese Expander bekommen habe. Und ich kann es gar nicht darauf warten, sie noch größer zu machen. Aber da kann ich auch gerne mal ein ausführliches Video machen. Wie, wann, was. Und ja, was ist denn so passiert mit dem, mit der Vergrößerung nochmal? Weil ich will auf jeden Fall noch deutlich, deutlich größer gehen. Und darüber hat die Zeitung übrigens auch schon geschrieben, also die gleiche Zeitung wie heute, mit der ich diesen Artikel gemacht habe, hat auch schon über meine nächste Brustvergrößerung geschrieben. Aber ich mache auf jeden Fall auch nochmal ein ausführliches Video, wenn ihr es gerne sehen möchtet. Ansonsten schaut auch gerne mal in anderen Social Media Kanälen vorbei. Ich packe euch alles unten in die Beschreibung und eben auch die Artikel. Und ja, ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn euch dieses Video gefallen hat und wenn ihr mehr deutschsprachige Videos sehen wollt, weil ich mache hauptsächlich englischsprachige Videos. Aber wenn ihr mehr deutschsprachige Videos sehen wollt, dann lasst gerne ein Abo da oder schreibt einen Kommentar und lasst ein Like da. Und
Da bemühe ich mich auf jeden Fall mal noch mehr deutschsprachige Videos zu machen. Und wenn ihr irgendwelche Ideen, Wünsche oder was weiß ich habt, was ihr gerne sehen würdet, schreibt es auch gerne in die Kommentare. Ich würde mich wahnsinnig darüber freuen. Und ja, ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag und boah, dass alles gut ist. Also dann. Oh, und wenn ihr Fragen habt, ganz wichtig, wenn ihr Fragen habt zu meinen Expandern, dann schreibt sie auch gerne in die Kommentare und vielleicht beantworte ich die in einem extra Video oder in den Kommentaren gleich. Mal schauen, wie viele Fragen es sind. Und ja. Ciao, ciao.